Hallo ihr Lieben, heute backen wir einen leckeren Zwetschgenkuchen. Wir brauchen Pflaumen. Ihr könnt natürlich auch Zwetschgen nehmen. Ich habe aber einen Pflaumenbaum im Garten und die Pflaumen sind vom Garten. Jetzt werde ich den Kuchen mit diesen Pflaumen backen. Wir brauchen so ungefähr 1 Kilo Pflaumen. Für den Teig werde ich 3 Eier, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 150 Gramm Margarine cremig schlagen. Ich gebe jetzt 150 Gramm Joghurt hinein. Wir brauchen dann noch 250 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Das werde ich erstmal miteinander vermischen und in die Einmischung hineingeben. Ich habe in der Zwischenzeit die Zwetschgen entsteint und halbiert. Die Hälfte gebe ich in den Teig hinein und die andere Hälfte werde ich dann über den Teig verteilen. Meine Pflaumen waren sehr klein, deswegen habe ich sie einfach halbiert und gebe die Hälfte in den Teig hinein. Ich gebe den Teig jetzt in eine Backform hinein, welches ich vorher mit Öl bestrichen habe. Jetzt gebe ich die restlichen Pflaumen über den Teig. Jetzt werde ich den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad backen. Der Kuchen ist raus aus dem Ofen. Ich habe den vollständig auskühlen lassen, dann aus der Form rausgenommen und mit reichlich Puder bestreut. Jetzt werde ich den einmal für euch anschneiden und probieren. Der war richtig saftig, fruchtig und lecker, absolut zum Empfehlen. Und es ist einfach, den zu backen. So ihr Lieben, das war es dann heute auch von mir. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.